Was führt Kanzler Isunia nur im Schilde? Ob er mich etwa von Commodore Highwind bespitzeln lässt? Möglich. Man weiß es nicht. Soll ich jetzt hier hoch? Ich denke mal ja. Wir können auch jemanden ausschalten. Einfach mal machen. Nicht lange drüber nachdenken, einfach mal machen. Oh. Vielleicht nicht ganz so toll. Dass dem das nicht auffällt, dass hier jemand ständig über ihn hinüber wegworbt und so. Lauf mal schneller da unten. Überall schickt er mir diese verdammte Söldnerbraut auf den Hals. Er vertraut ihr auf menschlicher Ebene, sagt er. Mhm. Und das von dem Mann, der sein Vertrauen in Magitex auf den Hals setzt. Da muss schon was heißen, ne? Aber diesen Warp, den er halt immer machen kann, das ist schon ziemlich heftig. Das ist eine verdammt coole Fähigkeit an sich. Hätte ich auch gern. Einfach, ne, irgendeinen Gegenstand irgendwo hinschmeißen und dahin warpen. Plötzlich landest du im Gully, weil dir irgendwas in den Gully gefallen ist. Ja. Ich gebe zu, dass mein Temperament mit mir in Lestalum durchgegangen ist. Den Butler hätte ich nicht töten müssen. Aber das gibt dieser Aranea noch lange nicht das Recht, sich den verdammten Prinzen vor ihrem General zu schnappen. Das sagst du. Ich sehe das anders. Scheiß Penner. Warum hast du sie alle getötet? Warum? Achso. Ja. So war das nicht geplant. Ich dachte eigentlich, ne? Kannst halt den einen dann vernichten und den anderen dann gleich hinterher, weil er immer noch mit dem Rücken zu dir gedreht ist. Aber, nö. Das Spiel sagt, nö. Dann nicht. So. Ich gebe zu, dass mein Temperament mit mir in Lestalum durchgegangen ist. Den Butler hätte ich nicht töten müssen. Aber das gibt dieser Aranea noch lange nicht das Recht, sich den verdammten Prinzen vor ihrem General zu schnappen. Ja, ja. Jetzt lauf einfach. Einfach mal nach hier hin. Wollen die bestimmt da hinten durch das Tor, ne? Hey, da sind wir gleich an diesem komischen Sensormaster. Nee, er will nicht da lang, okay. Wäre auch zu einfach, ne? So, da hinten läuft er. Er ist immer noch ziemlich läufig. Aber ich finde gut, dass es einen sehr, sehr humanen Checkpoint quasi hat. Ein letztes Mal versuche ich noch Aranea zu kontaktieren. Ihr bleibt alle in Bereitschaft. Wenn Commodore Highwind kommt, schickt sie zu mir. Okay. Wo will er jetzt lang? Solange er jetzt nicht hier die Treppe hoch will, ist alles okay. Nee, will er nicht. Okay. Na dann. Einfach ein bisschen Krach machen, ein bisschen rumspringen hier. Stich von hinten an und überwältige ihn. Und denk dran, wir brauchen ihn lebend. So? Gut gemacht, Noct. Wie so. Kommt Ignis eigentlich her, wenn er sich nicht warpen kann? Ups. Los, das war das Signal. Aha. Noct, geh zu den anderen beiden. Ich kümmere mich um Caligo. Alles klar. Krieg ich hin. Okay, sei vorsichtig. Zum Rest der Gruppe stoßen. Das kann ja lustig werden. So, einmal bitte zu ihm hier. Ups, das war verkehrt.
Das hier. Ich habe falsche Tastenkombination gedrückt. Ups. Ich kann das erklären. Oh. Es hat 9.999 Schaden gemacht. So schön klassisch. Final Fantasy mäßig. Schön. So als Maximum Schaden halt, ne? So, nimm mal hier einen Heiltrank. Man weiß ja nie. Na komm. Einmal dahin. So, und dann jetzt aber. Ne, Warp-Angriff for the win. Noch jemand ohne Fahrschein? Ich hoffe nicht. So. Leute, wo seid ihr denn? Was macht ihr denn hier für einen Scheiß? Oh, du Scheiße. Hi. Einfach drauf da. Wir haben so viel Max hier schon erledigt. Dann kriegen wir auch so weit hin. Wäre gelacht. So, mal sehen. Hat er noch irgendwas hier? Das ging voll daneben. Ah, jetzt habe ich's. Geht doch. Geht doch. Wunderschön. Und es ist hinüber. Weg, 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 weg. Explosion incoming. Boom, baby. Jetzt auf den Sender. Klar. Ach, jetzt soll ich das bedienen. Was soll ich denn da bedienen? War gerade irgendwas von wegen bedienen. Achso. Ich hab's kaputt gemacht. Wenigstens wart ihr erfolgreich. Was soll das heißen? Wo ist der Neffe? Ich habe ihn den Meldatio-Jägern übergeben. Doch eben haben sie mich kontaktiert. Ihm ist die Flucht gelungen. Was? Das nächste Mal kriegen wir ihn. Was für Jäger? Wieso? Hä? Wieso überlässt Ignis jetzt einfach mal so da diesen Obermako da, diesen Meldatio-Jägern, wo ich jetzt noch nicht mal weiß, wo kommen denn die jetzt auf einmal her? Wie waren die jetzt auf einmal da? Hä? Es gibt so Kleinigkeiten hier, so Story-Zusammenhänge, wo ich mir denke so, hä? Also wirklich? Also richtig, hä? So, bevor ich jetzt aber weitergehe, würde ich tatsächlich einmal gucken, ob wir hier, dort und überall vielleicht noch irgendwie was finden. Irgendwas, was wir mitnehmen können. Aber meistens gibt es doch hier irgendwie so Kleinigkeiten, die man vielleicht nochmal mitnehmen kann oder so. Und wenn es nur ein Heiltrank ist oder so. Weil das, die Basis hier einzunehmen, war irgendwie dann doch noch mal ein Stückchen einfacher als die letzte. Ah. Bis jetzt. Selber hübsche. Na, dann zeig mal, was du drauf hast, Kleiner. Na, du Schnuckelchen. Analysieren wir dich doch erstmal. Bevor wir irgendwas anderes mit dir einstellen, erstmal analysieren. Nein, damit mache ich nicht Oberweite checken. Nein, sondern halt, ne? Was ist ihre Schwäche? Ne? Typisch Männer und analysieren von Frauen. Ich weiß. Nein, aber, okay, nix. Das ist gut. Dann kann ich nichts falsch machen. Sie haben ein bisschen Magieresistenz, aber das war's auch schon. Ja, ist es denn mal. Boah, die kann ja heftig zuhauen. Was? Was zum Henker? Ich will das auch können. Zack! In Boden mit der Dame hier. Ist doch wahr. Hier
Oder sehe nur ich das so? Ich weiß nicht. Was? Ach, okay, ich verstehe. Nein! Ein Heiltrank! Aber weg mit dem. Ja, es war schlecht. Das war sehr schlecht. So. Alter. Was die an Schaden macht, ne? Ja, jetzt habe ich ja Schaden gemacht. Ja, das lief nicht ganz so, wie ich es erwartet habe, aber grundsätzlich schon in die richtige Richtung. Also es soll halt auf kurz oder lang halt mit diesen... sag schon. Luftangriffen da zusammengehen. Ob das auch so eine... auch so wirklich funktioniert, ist eine andere Geschichte. Schon sehr cool inszeniert. So. Ich glaube, die fällt so ein bisschen um gerade. Was kommt denn da jetzt an? Warum denn das jetzt? Finde ich jetzt nicht gut, ne? So, einmal. Was? Gibt's auf. Schon Feierabend. Wie bitte? Mein Pensum ist erfüllt. Schluss für heute. Bin kein Fan von Überstunden. Die werden mir nämlich leider nicht bezahlt. Na dann, bis zum nächsten Mal, mein süßer Prinz. Die finde ich wesentlich hübscher als die Sydney. Wer zum Teufel war das? Warum schleicht er so? Wir kriegen einen kugelsicheren Anzug. Yay. Hoffentlich geht's Iris gut. Keine Sorge, bestimmt. Lassen wir sie nicht länger warten. Gut. Auf nach Alt-Lestalum. Yay. Vielleicht. Wie ist es eigentlich, ne? Manchmal macht man ja quasi dieselbe Stadt nochmal in neu, nennt sie dann halt Neu-Amsterdam oder sowas. Wie ist das dann, wenn du dann dieses Neu-Amsterdam nochmal neu machst? Nennt sich das dann New-New-Amsterdam? Ich meine, bisher kam das, glaube ich, noch nicht vor. Aber, ne? Ich kann mir vorstellen, dass irgendwann irgendwo auf die Idee kommt, hey, das war schon so eine geile Stadt. Komm, wir nehmen einfach nochmal einen Städtenamen, den wir schon mal hatten. Ja, habt ihr es ihnen gezeigt? Ja. Kinderspiel. Darf ich später vielleicht zu euch aufs Zimmer kommen? Du darfst gerne zu mir. Nein. Moment, das wäre pädophil. Nein. Nicht zu mir aufs Zimmer. Aber warum ist das Mädchen so scharf darauf, mit uns auf ein Zimmer zu kommen? Hat es etwa alleine Angst oder steckt da mehr dahinter? Hm. Also Iris ist ja doch schon ein Stückchen weit jung. Ja, hallo, ist jetzt mal gut mit Level ab, meine Güte. Schön. Das hast du aber gut gemerkt. Schönes Foto, oder? Ja, du könntest später echt mal professioneller Fotograf werden. Könnte, muss aber nicht. Nein, das Foto ist nur gut, weil du so fotogen bist. Ach, guck mal, wer da auf dem Foto ist. Wieso ist die da? Das finde ich auch hübsch. Nehmen wir. Wow! Wow, das bist du! Schöner Morgen. Ah. Okay. Wir wollen immer noch zum Kap Calm. Hier gibt es jetzt nicht wirklich viel an Nebenquests. Ich kann hier nochmal ganz kurz zum Shop gehen. Vielleicht gibt es da wieder... Wir haben eh kein Geld. Aber vielleicht können wir hier die neuesten Final Fantasy Hits kaufen. Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Ne, haben wir alles schon. Okay. Nee, haben wir nicht.